So, da sind wir wieder. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob wir uns hier auf dem richtigen Weg befinden oder nicht. Wieso ist hier keiner? Sieht sehr verlassen aus. Gehen wir nochmal hoch gleich. Ich frage mich auch, was passiert ist, als wir gestorben sind. Ich glaube, wir haben Gold verloren. Ich weiß bloß nicht, in welcher Höhe und ob man auch Erfahrung verliert, eventuell. Ich sag jetzt nicht, es geht hier nirgendwo weiter, ey. Das ist auf jeden Fall ein verlassener Ort. Kommen wir gar nicht rein. Hoffentlich führt der Pfad jetzt zum Ziel, ey. Ich bin ja da. Das läuft doch nicht immer weg. Wenn ich eins noch mehr hasse als Kratze, dann Magiergesocks wie dich. Lol. Noch mehr hasse als Kratze, dann Magiergesocks wie dich. Wieso erkenne ich sowas immer nicht? Na gut. Ihr seid wahrlich hier. Sagt, mögt ihr mir bei einer gar blutigen Tat helfen? Tötet den Händler zu Schieversaal. Helft mir bei meiner Rache. Es hieß schon in den Wegtavernen, dass ihr auch sowohl durch Schieversaal kommen würdet. Und den Bedürftigen beisteht. Meine Schwester Brianna, möge ihr gequälte Seele in Frieden ruhen, wurde das Opfer dieses abartigen Schweins, welches sich für seine gelüste junge Mädchen ins Haus liefern lässt, bereitet ihm ein Ende. Auch wenn das Ganze so aufregend klingt wie eine Bibelstunde. Ich bin dabei. Wie jetzt? Die Frage ist, ist das hier? Ach, es geht die hier noch Dekadenz runter. In dieser Stadt ist unerträglich. Mahlzeit. Okay, da oben irgendwo ist er.
Bevor wir mit ihm talken, mache ich die noch platt. Und dann ist unser Freund hoffentlich wieder bei Bewusstsein. Ja, jetzt ist er wieder aktiv. Und was wollt ihr von mir? Ein Racheengel für, wie war der Name? Piranha? Ja, ich erinnere mich an sie. Doch was schert es dich? Wenn ich mit dir fertig bin, komm dein Schädel in meine Sammlung. Doch zuerst bedarfst du der Züchtigung. Mahlzeit, Freunde. So, rein hier. Ich mag das Bild. Ja? Ich glaube, unsere Vorräte an Gesundheitstrinken nehmen drastisch ab. Oh, bitte helft uns. Dies ist die Hölle. Bringt uns von hier raus. Jetzt sehe ich gar nicht mehr, wo ich bin. Schau mal einer an. Eine Ratte auf zwei Beinen. Okay. Oh, noch ein Versteck. Damit haben wir die wohl gerettet. Ihr Götter, hörst du, Brianna? Du magst nicht mehr lebendig werden. Doch du kannst nun ruhiger schlafen und euch danke ich für diese blutige Tat. Ein Albtraum, es war alles ein Albtraum, diese Angst, diese Ungewissheit. Ihr habt uns vor diesem Schwein und seinen Schergen gerettet. Wir verweilen hier einen Augenblick und werden dann nach Schiefersaal zurückkehren, Habdak. Gerne. So, ich hoffe mal, Schiefersaal ist auch die nächste Ortschaft, die wir gleich erreichen. Schiefersaal, ja, steht auf jeden Fall da. Aber noch ist nichts zu entdecken, dass hier gleich eine Ortschaft irgendwie käme. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Region einfach nur so heißt.
oder Händler. Demodray muss ganz schön verzweifelt sein, wenn er sowas wie dich in seine Dienste nimmt. Yay, Ortschaft. Okay, erstmal ab zum Händler. Kann weg. Kann, oder? Unser Schild ist, glaube ich... Oh, nee, der ist besser. Bis 13. Okay. So, jetzt müssten wir aber... Na doch, ein Stück ist es wohl noch. Questgeber Nummer 1. Geht zum Wasserfall und bringt... Alter, sieht der böse aus. Und bringt mir quellfrisches Wasser. Ich bereite gerade ein neues Experiment vor und brauche dafür dringend quellfrisches Wasser. Ihr findet dies am Wasserfall nördlich von hier. Bitte seid vorsichtig, da oben soll es einige Riesen geben. Ich bin vielleicht kein Geschöpf der alten Götter, aber ich weiß, was Spaß macht. Und das hier verspricht eine Menge davon. Zack, musst du gerade mal was rausziehen. Riesen. Komm nur her, du Wurm! Meine Klinge wackelt schon! Das verspricht interessant zu werden. Ja? Alter, was? Hallo. Folgen wir erstmal dem Weg. Oh, da sind wir auch gleich bei der Hauptquest. Was? Und da sagen die Leute, ich wäre ein Monster. Vorsichtig, habe erstmal einen Heiltrank genommen, aber scheinbar haut er bei uns noch nicht so rein. Oh, doch. Wenig Damage macht er auf jeden Fall nicht. Mein Blutdurst nimmt zu. Ich muss ganz in der Nähe sein. Ihr wollt, dass wir als Verstärkung zu Prinz Valor stoßen, um die Orks am Lindwurmpass aufzuhalten? Tja, es scheint, als ob der Trottel Valor selbst mit seinen Orks fertig werden muss. Zu dumm, dass ihr den Ring seiner Exzellenz, des Baron de Modrés, brachtet, der besagt, dass ihr seinen Plänen im Wege steht und nun sterben sollt. Tötet sie! Na, klasse. Genug gequatscht! Zeit, dass Blut fließt! Oh, mein Freund ist gleich gestorben. Na super. Was nu? Das kam mir auch schon so komisch vor, weil wir von den ganzen Soldaten und so weiter angegriffen wurden. Verrat! Reitet zum Lindwurmpass!
warnt den Prinzen, dass die Schlange der Mordrei keine Truppen senden wird und uns verraten hat. Blut ist Leben, sagt man. Dein Blut, mein Leben. Tja. Das machen wir aber erst, wenn wir die Nebenquests alle gemeistert haben. Ich finde das so doof mit der Karte, dass ich nicht... Oder kann ich irgendwie... Ah doch, so geht's. Ah. Okay, da müssten wir also hin. Dann könnten wir nachher nach Porto Vallum reisen und dann dahin marschieren. Irgendwie sehen, wie viel Erfahrung ich eigentlich jetzt noch brauche für den nächsten Aufstieg. Erfahrung 892. Oh, dann machen wir das noch schnell. Kein Pack, Elendes. Den Gegner, glaube ich, noch. Wenn wir mal einen sehen würden. Nein, das wollte ich gar nicht. Ey, sonst immer alles voll? Ich verwette meinen Dolch, dass die Hälfte der Bauern in diesem Kaff irgendwas auf dem Herzen hat. Alarm! Ich bin tatsächlich immer überlegen, ob ich so weiter spiele, aber... schade, dass es kein Mittelding zwischen den beiden Ansichten gibt. Sehr schön, hab vielen Dank. Nun kann ich das Experiment abschließen. Yeah. Wieder was Feines. Was haben wir momentan? 36. Gut, können wir wieder austauschen. 40. Ist das ein Weithänder? Nee. 192. Ja, wir machen jetzt damit mehr Damage. Okay, der Rest kann also weg. Und beim Pferd können wir auch noch gleich... Wo ist es? Da oben. Können wir mal gucken. Hallo, bleibst du mal hier? Hallo, Pferd. Oh ja. Dann kommt das jetzt auch noch weg. Und die nächste Quest, please. Helft uns mit... Befreit unsere versteppten Gattinnen aus dem Unterschlupf abtrünniger Soldaten Demodreis. 3 Tage habt ihr, bevor das Ultimatum abläuft. Bitte eilt euch, denn diese Abtrünnigen sind äußerst brutal. Sie werden unsere Frauen töten und oder ihnen Schlimmeres antun. Diese Hunde wollen Gold von uns erpressen. Aber wir sind arm, denn die Steuern sind hier so hoch, dass wir uns kaum das Nötigste zum Leben verbleibt. Wir brauchen eure Künste, um unsere Frauen befreit zu sehen. Na gut, dann starten wir das in der nächsten Folge. Spitze bedanke mich. Bis denn.